Und wieder da. Nee, von da sind wir gekommen. Ich habe ja gesagt, wir halten uns erstmal rechts. Nordvegas Platz. Da müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit hoch und runter gehen. Ich habe keine Lust, dass es wieder abschmiert. Wirklich nach dem Thorn sieht sie aber noch nicht aus. Mal gucken, wo wir da wie hinkommen können. Geht's hier lang? Westside Pfandleiher. Okay, da würden wir bei Westside rauskommen. Aber Westside ist ja dann. Bei Westside gibt es ja auch einen Eingang zum Thorn. Also müssten wir doch langsam. Da haben wir jetzt alles erkundet. Also wenn hier Westside ist, müssten wir doch jetzt hier lang auch zum Thorn kommen. Nee, da waren wir schon. Das Thorn, na endlich. Wir gehen gleich erstmal. Käfige des Thorns. Fordert Schlüssel. Ein Schnellreisepunkt nach. Ah, da haben wir diesen Westside-Eingang. Okay. Ich werde die nächste verdammte Ratte essen, die ich sehe. Das ist eklig, aber auch gut. Wenn man nichts anderes hat. So, wer sieht hier wie eine wichtige Person aus? Hatte ich recht? Red Lucy, ich hatte recht. Ich würde mich erinnern, wenn ich sie schon mal hier gesehen hätte, ganz sicher. Was wollen Sie? Was ist das für ein Ort? Das Geschrei unserer blutrünstigen Menge dringt bis in die letzten Winkel des Ödlands. Aber ich tue mal so, als sei Ihr Unwissen keine Beleidigung. Das ist das Thorn. Hier erkämpfen sich die Starken einen Namen, während die Schwachen zur Hölle geschickt werden. Sie können auf die Teilnehmer setzen. Oder, falls Sie das Zeug dazu haben, selbst teilnehmen. Ich warne Sie. Das Thorn verlangt Respekt. Wenn Sie die Regeln brechen oder mich irgendwie beleidigen, werde ich Sie vor allen Leuten ausweiden. Wow. Ich beleidige Sie und Sie weidet mich aus. Ich sehe da ein leichtes Missverhältnis in der, ja, ne? Wie soll ich mich ausdrücken? In der Stärke des Gegenübers, wie man dem Gegenüber begegnet. Ich nenne dich Arschloch, du ziehst mir das Herz raus. Das ist, das passt nicht so gut. Das ist eine leichte Übertreibung, würde ich mal sagen. Erzählen Sie mir mehr über das Thorn. Was wollen Sie denn wissen? Was sind die Regeln? Die Regeln sind einfach. Meine Kreaturen kämpfen zu unserer Unterhaltung. Sie können auf einen Teilnehmer wetten. Bei Sieg erhalten Sie das Doppelte. Aber Sie erhalten mehr, wenn Sie Ihren Kragen im Thorn aufs Spiel setzen. Gewinnen Sie einen Kampf, dann gebe ich ihnen einen Anteil an den Einnahmen. Ich dulde nicht, dass jemand in die Kämpfe eingreift. Beleidigen Sie mich und Ihr Blut wird als nächstes vergossen. Ansonsten ist alles erlaubt. Ah, okay, das meint sie mit Beleidigung, weil ich mich nicht an die Regeln halte. Okay, wer oder was kämpft im nächsten Match? Die tödlichste Bestie von allen. So etwas haben Sie noch nie gesehen. Eine Maulwurfsratte. Todeskrallen werden diesen heiligen Boden rot färben. Geben Sie Ihre Wetten ab, bevor es zu spät ist. Ich möchte im Thorn kämpfen. Ich habe andere Fragen. Ich höre. Ja. Was?
wieder eins zu weit zurückgesetzt. Können Sie auch Sonderkämpfe arrangieren? Das Finden, das Aufziehen und der Unterhalt meiner Kreaturen ist verdammt kostspielig. Wenn Sie sie nach Ihren Vorstellungen bluten sehen wollen, müssen dazu erst meine Kosten gedeckt sein. Diese Kosten hängen von den Kämpfern ab, die Sie sehen wollen. Außerdem erlaube ich nur faire Kämpfe im Thorn. Ich helfe Ihnen beim Planen guter Kämpfe. Sie zahlen, Sie wetten und ich biete Ihnen das herrlichste Spektakel auf Erden. Soweit klar? Ja, mit dem Thorn kämpfen. Nee. Was? Wie werden die Kreaturen ausgebildet? Auch wenn ich ihnen vertrauen würde, gebe ich meine Geheimnisse nicht einfach für ihr hübsches Gesicht raus. Der Thorn ist heiliger Boden. Es flößt Ehrfurcht ein. Hier sind wir wahrlich einmal Herr über die Naturgewalten. Diese Bestien sind Sklaven ihrer Instinkte und ihrer Blutgier. Das reicht als Antwort für die anderen und das reicht als Antwort für sie. Ich glaube nicht, dass sie die alle alleine aufzieht. Und mit so gefährlichen Kreaturen ist bestimmt der ein oder andere Wärter, Wächter oder Fütterer auch schon mal einen Arm losgeworden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sagen Sie mir wenigstens, wo ich diese Kreaturen finden kann. Unsere Kreaturen kommen aus den entferntesten Winkeln des Ödleins. Der Thorn kümmert sich um sie, bis die Zeit gekommen ist, ihr Blut zu vergießen. Wir stocken unseren Bestand ständig auf, damit dieser heilige Boden rot bleibt. Nur wenige Tapfere erhalten je die Ehre, dem Thorn dienen zu dürfen. Wie könnte ich dem Thorn helfen? Sie glauben, dass Sie das Zeug dazu haben? Gut. Beweisen Sie sich und ich entlohne Sie dafür. Der Thorn braucht neugeborene Exemplare, die uns eines Tages als Ausgewachsene mit ihrem Blut ehren. Bringen Sie mir ein Dutzend Riesenschreckeneier. Wenn Sie das schaffen, gibt es in Zukunft vielleicht größere Aufträge. Okay, wo könnte ich die finden? Sie finden eiertragende Schrecken im Ödland. Aber ein weiser Jäger würde bei einer Brutstätte der Schrecken, wie den Ruinen von Vault 22, suchen. Klar, kann ich machen. Wir haben einen Deal. Bis dann. Ich bin noch nicht fertig. Übrigens, hübsches Gesicht. Ich weiß nicht. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Willkommen zurück. Ich würde gern mehr über Westside erfahren. Fragen Sie. Vielleicht bekommen Sie eine Antwort. Ist Westside ein Teil von New Vegas? New Vegas hat viele Gesichter. Egal was passiert, es wird nie eine Einheit sein. Wenn das Land sie jagt, wenn der Überlebenskampf zum Alltag wird, werden Nachbarn entweder zu Rettern oder zu Feinden. Westside ist ebenso Teil von New Vegas wie des Ödlands. Am Ende brauchen wir beide, um unser Schicksal zu schmieden. Ihr redet immer irgendwie so ein bisschen drumherum. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie gibt keine klaren Antworten. Wie schaffen es die Menschen hier zu überleben? Westside zieht alle möglichen Reisenden an, auch Händler und Farmer. Sie kommen, um mit ihren Waren zu handeln oder um Schutz zu suchen. Unsere Gemeinde bietet genug Nahrung, Kleidung, Waffen und Medikamente, um Handel zu fördern und unsere Verteidigung zu verstärken. Das Thorn zeigt vor allem, dass wir unabhängig sind. Unser Wüstenblut hat auch die stärksten Bestien des Ödlands in die Knie gezwungen. Gut, ich wollte es gerade erst zurückziehen und danach kam dieser Satz, der wieder so ein bisschen drumherum redet. Ich höre. Sprechen wir über Sie. Was ist? Ich kann nicht anders, als ständig daran zu denken, was wir beide miteinander anstellen. Wie wurden Sie zur Herrin des Thorns? Der Thorn ist mein Herr, nicht umgekehrt. Ich lebe, damit die meinen ihre Einschränkungen überwinden können. Unser Land ist hart und feindlich. Unsere Leben sind billig und zerbrechlich. Der Tod ist unser sicheres Schicksal und schlägt unerwartet zu. Der Thorn zeigt uns die Wahrheit. Hier entkommen wir unseren Fesseln und nehmen dem Schicksal die Wahl unseres Todeszeitpunkts ab. Ich glaube, mit der werde ich nicht so ganz frisch. Bevor dieser Tag kommt, bleibt uns noch etwas Zeit, um... Sag mal. Mein Spielercharakter hat es aber auch gerade irgendwie nötig, oder? Was halten Sie von der aktuellen Lage im Mojave-Ödland? Ich würde mal so sagen, es interessiert sie nicht so genau. Oder sie findet es gut, dass die Schwachen getestet werden, um
damit nur die Starken überleben. Dem Land sind kleinliche Streitereien zwischen unbedeutenden Menschen egal. Mir ebenfalls. Am Ende werden die Leute von New Vegas weiter hier leben und sterben. Ganz egal, wer ihr selbsternannter Herr ist. Es war eine Mischung aus beidem. Obwohl eher das Erste, was ich gesagt habe, ne? Dass es ihr egal ist. Alter, mein Charakter ist ja echt horny. Was ist denn hier los? Scheiß drauf. Mutig. So wie es dem Thorn und mir gefällt. Aber es braucht mehr als das, um meine Bewunderung zu verdienen. Sie sprechen wie ein Jäger. Und doch beweisen nur Taten den Wert eines Menschen. Da hast du recht. Das Thorn und ich verlangen einen Tribut in Blut. Wie kann ich Tribut an Sie entrichten? Bringen Sie mir ein Dutzend Riesenschreckeneier. Wenn Sie das schaffen, gibt es in Zukunft vielleicht größere Aufträge. Okay, okay. Bis dann. Wo ist der nächste? Nee, da habe ich noch nicht erkundet. Das heißt, das mache ich erstmal noch. Dann nehme ich den ersten Ausgang. Dann zurück nach Norwegen, weil ich weiß, dass ich schon mal ein paar Eier gebunkert habe. Ich weiß nur nicht mehr, von welcher Spezies. Cafe the Thorns, Cafe the Thorns, Nordkanalisation, Cafe the Thorns, The Thorn. Ist The Thorn? Ich gehe einfach mal außen rum. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, dass wir irgendwann noch in die östliche Kanalisation müssen. Aber eventuell mache ich das auch erst, wenn wir das Spiel durchhaben und danach... Also wenn uns da keine Quest reinführt, werden wir es wahrscheinlich erst danach machen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ein Schlüsseli. Dürfen wir hier denn jetzt auch wieder so rein oder ist es immer noch geschlossen? Nee, jetzt darf ich da auch so rein. Rex macht das. Gut, 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 gut. Dann nach Novak. Und erstmal alle Eier mitnehmen, die ich da so rumliegen habe. Vielleicht habe ich ja sogar schon mal ein paar mitgenommen. Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung gesehen? Jetzt wäre so eine Suchfunktion schön. So eine... Ja. Hier oben einfach eingeben, Eier. Cazador-Eier habe ich. Nachtpirsche-Eier habe ich auch. Ei, 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 ei. Nee, das sind alles nur... Das ist meine Sammlung. Das, was wir alle so mit der Zeit zusammengesucht haben. Die nehme ich mal wieder mit. Davon haben wir noch nicht so viel. Ach ja, die habe ich zurück hier reingelegt. Hunting Shotgun habe ich auch erstmal hier reingelegt. Gelegt. 45er haben wir aber nicht so viel. Das heißt, die bleibt erstmal noch drin. Gut. Dann wieder zurück. Aber Schreckenseier habe ich dann ja anscheinend nicht mitgenommen. Wo war 22? Das ist Red Rock Canyon. Da. Bar schaltet der. Das ist ein bisschen Overkill, das dafür zu benutzen. Halt. Ach ja, jetzt haben wir nichts mehr auf der 1. Jetzt haben wir Munition gewechselt. Alter, wie viele verschiedene Munitionsarten gibt es denn? So, das bist du. Das bist du. Das bist du. Das ist Hühnchen. Oh, ja. Okay. Ja, stimmt. Die habe ich weggelegt.
Welche könnte ich denn jetzt auf die 1 legen? Mit viel Munition, die aber an sich relativ wenig Schaden macht. Ach ja, stimmt. Wir werden jetzt in Nahkampf gehen. Das passt schon. Dann gehen wir jetzt nochmal durch Wall 22. Ich hoffe, dass die Viecher respawned sind, weil ansonsten hätte ich keine Ahnung, wo wir die Eier herbekommen sollen. Elevator benutzen wir nicht. Ja, hier scheint nichts respawned zu sein. Oh, du sitzt ja immer noch hier, Kili. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich räume hier noch auf, sammle meine Ausrüstung ein und so. Ich gehe auch bald. Okay. Du brauchst aber echt lange, um deine Ausrüstung da zu suchen. Zusammenzusuchen. Ach, wie schön. Und jetzt sieht man auch nicht mehr die Sporen. Das sind diese kleinen guten Details. Aber hier ist keine, also ist nichts respawned. Hätten wir die mal früher mitgenommen? Ne, das heißt, das kann ich vergessen. Doof. Wirklich doof. Wo könnten wir die sonst noch finden? Wenn sie hier nicht sind. Wo gibt's sonst noch Schrecken? Ich könnte ja schwören, die haben wir so in meinem Anfangsgebiet drumherum ein bisschen gesehen. In Good Springs waren auch welche in der Schule. Ah. Das sind nur Vorderbeine. Gut, das war ein bisschen Overkill. Oh, da sollten wir nicht zu nah rankommen. Lock und weg. Vorderbeine, wo kriegen wir denn jetzt Eier her? Das ist leicht doof. Da finden wir die ganze Zeit nur Vorderbeine. Das finde ich nicht gut. Rexy, wo hast du den denn jetzt umgebracht? Hier vorne. Ja, wir haben 1. 1 von 10. Wenn man bedenkt, dass wir gerade 5 Stück umgebracht haben. 1 zu 5 heißt, wir müssen 50 Stück töten, um 10 Eier zu bekommen. Okay, das waren 3 zu 10. Ja, das war jetzt allerdings das einzige Gebiet, was mir jetzt noch so in den Kopf gekommen ist. So, da oben würde es ja... Nee. Stammesdorf, da sind Casadores, da will ich nicht hin. Good Springs Friedhof, Good Springs Höhle, Devil's Gullet. Yangtze-Denkmal, waren da nicht auch welche? Es sind ja relativ schwache Gegner, das heißt...
Und da läuft jemand rum. Die haben was entdeckt. Ein Skorpion, ja. Okay. Das war's wohl. Das brauchen wir ja nicht. Wo kriegen wir noch Schrecken her? Stimmt. Bei Good Springs haben wir doch ganz am Anfang die Wassermission, wo wir zu den Wasserquellen hin mussten. Da waren doch auch welche. Nee, das waren Geckos. Die läuft hier einfach. Das ist ein Brotherhood Scout. Die sieht aus, als hätte sie was genommen. Na komm, Hirn, streng dich an. Wo finden wir sonst noch Schrecken? Ach, scheiße. Müsste langsam Schluss machen. Ich habe ja zwei ganze Episoden leider verballert. Weil das mit den doofen, blöden Powdergängern nicht anders ging. Ja, dann mache ich hier Schluss. Dann kann ich mir bis zum nächsten Mal wenigstens auch nochmal anschauen, wo ich hier die Schrecken finde. Nun gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.